Hallo und herzlich willkommen hier erstmal zurück bei Renico zu einem erneuten Video auf diesem Kanal. Heute reden wir nochmal über dieses Spiel hier. 3-0 verloren gegen Dynamo Dresden. Was ist passiert? Warum haben wir dieses Spiel überhaupt verloren? Und warum wurde Gruev jetzt in den Medien so ein Stück weit auch zerrissen als völlig geplatztes Comeback? Ne, Comeback ist Quatsch. Ihr wisst, was ich meine. Alles cool, ne? Warum ist das Ganze passiert? Naja, haben wir ein Sechser-Problem? Ja, nein, diese Frage stellt sich schon seit längerem. Trotz dessen ist es bemerkenswert, wie sehr man sich dann doch auf Spieler fixiert, die im Grunde genommen gar nicht sonderlich viel für die aktuelle Situation können. Denn erstmal haben wir in diesem Spiel hier als Mannschaft verloren. Absolut als Mannschaft verloren, das ist schon mal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, also war Totalversagen von der gesamten Mannschaft. Es gab Einzelne, die trotzdem performt haben. Trotzdessen muss man die gesamte Mannschaft angreifen. Punkt Nummer 2, und das vielleicht nochmal wichtiger ist, ein Gruev, der seinen ersten Startelf-Debüt feiert, reingeschmissen wird, ohne einmal in der Startelf gespielt zu haben. Was habt ihr denn von dem Jungen erwartet? Er hat doch in dem Sinne alles gegeben. Er hat alles gegeben, alles versucht. Natürlich ist nicht alles gelungen. Natürlich war das kein perfekter Auftritt. Aber wer seid ihr, und ich spreche nicht zu allen, ich spreche zu denen, die das gemacht haben. Wer seid ihr, dass ihr diesen Jungen verurteilt und schreibt, dass er nie wieder spielen darf und sonst was? Wir haben eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft. So, da sind Leistungshöhe und Tiefen absolut dabei. Dinci auch schon mehrfach gezeigt. Haben wir schon geile Spiele gesehen? Haben wir aber auch schon gesehen, warum ist er auf dem Platz gewesen? Assalé, ein neuer Spieler. Wir wussten alle noch gar nicht, was wir da wirklich von dem erwarten können. Das war jetzt gar nichts. Das war Quatsch mit Soße, ja. Aber da müssen wir doch erstmal warten, was ist nächste Woche. Wenn er nächste Woche einen Dreierpack schnürt, dann wird niemand mehr über letzte Woche reden. Versteht ihr, was ich meine? So, faktisch ist es aber so, dass Gruev, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, Gruev wurde hier so ein Stück weit auch als Schuldiger festgemacht. Ich bitte euch, wenn jemand Schuld hat, dass wir auf der 6 Probleme haben, dann wäre das Frank Baumann. Und das meine ich nicht, weil ich jetzt sagen will, oh, Frank Baumann oder so, sondern weil es faktisch einfach so ist. Uns fehlt seit Jahren ein Sechser. Wir haben nie einen Sechser geholt. Wir holen alle möglichen Positionen, verpflichten wir neu, aber wir holen nie einen qualitativen Sechser. So, dass uns da einfach qualitativ was fehlt, ist klar. Dass ein Fritz bestätigt hat, dass man sich nach dem Großausfall mit einer eventuellen Transferoption auf der 6 beschäftigt hat, fand ich erstmal gut. Denn das heißt ja auch, man hat sich da Gedanken gemacht. Vielleicht sollten wir uns da vielleicht nochmal verstärken. Vielleicht war doch Iris Woka ein Thema. Vielleicht auch Castro. Ich weiß gar nicht, ob Castro jetzt schon gegangen ist oder nicht. So, müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Fakt ist aber, dass es ablösefreie Varianten gab und die hat man wahrscheinlich geprüft. So, hat aber dann sich entschieden, bis zum Winter zu warten. So. Okay, dann darf man sich aber, wie gesagt, auch nicht wundern, dass wir qualitativ einfach hier keine vernünftige Lösung auf der 6 haben. Denn wie gesagt, Grosso fällt jetzt erstmal aus und Grosso war ja auch nur die Option, ey, ich mach die Nummer 6 hier klar, ich kann den 6er, aber die Basics halt, die Basics. Nicht jetzt, der ist jetzt nicht der unfassbar krasse 6er, versteht ihr, was ich meine? So ist klar, ne? Ja, aber die Basics, das macht er gut, das ist auch schön, aber mehr und nicht. Punkt, okay? Einfach Punkt. So, Fakt ist aber jetzt nun mal, was ist jetzt gerade der Stand? Wen können wir auf der 6 spielen lassen? Wir können ja nur Gruev oder Rappo zurückziehen, also einen zurückziehen, damit den Doppelschmitz auf der 8 zum Beispiel spielen. Könnte aber ein Tick zu offensiv sein. Okay, haken wir vielleicht ab. Dann Doppel-6, Gruev, Rapp, hat jetzt nicht ganz so funktioniert. Könnte man nochmal eine neue Chance geben. Oder Manuel Bomb auf die 6 ziehen. Würde auch noch funktionieren, den hätte man ja noch auf der Bank. Alles andere sind Kreativlösungen hoch 10. Das sind so die ersten Lösungen auf der 6. Was da letztendlich gemacht wird, schwierig. Ganz, ganz schwieriges Thema. Wie gesagt, ihr könnt mir unbedingt auch mal reinschreiben, ob ihr einen 6er nachverpflichten würdet oder auch nachverpflichtet hättet. Oder ob ihr sagt, okay, wir müssen den Jungen da auch einfach nochmal Chancen geben. So wie jetzt halt auch Rapp und Gruev, in dem Sinne Doppel-6. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Torwartthema. Torwartthema 100-fach geschickt bekommen. Ey, Nico, wie kann das sein? Warum hat Pavlenka nicht gespielt? Die andere Seite sagt, was soll Zetterer bei dem Tor machen? Was hätte Zetterer gegen Hamburg machen sollen? Ich wollte eigentlich schon gar nichts mehr dazu sagen. Ihr kennt ja meine Meinung. Ich hätte vor Anfang an sowieso Pavlenka wieder reingetan, in dem Moment, wo er wieder fit ist. Warum? Weil Pavlenka uns noch nie enttäuscht hat. So, er hat so viele Spiele schon gerettet.
Er hat das meiner Meinung nach einfach nicht verdient, wenn er da wieder fit ist, seinen Stammplatz nicht zu haben. Und ich gebe auch den Leuten recht, die sagen, ja, aber Zetterer hat sich ja da auch gezeigt, hat es auch nicht verdient, seinen Stammplatz dann zu verlieren. Es ist eine schwierige Situation. Trotz dessen fand ich, nach dem Hamburg-Spiel war es ein richtig guter Zeitpunkt, um auf der Torwartposition zu switchen. Und ich wäre auch jetzt mit Pavlenka gegen Dynamo ins Spiel gegangen. Auch beim Hamburg-Spiel, das muss man ja mal ganz klar so sagen, bei beiden Gegentoren, da geht es nicht darum, ob Zetterer jetzt einen Fehler gemacht hat oder nicht. Es geht einfach darum, dass Pavlenka 10 cm größer ist und deswegen vielleicht an die Dinger drangekommen wäre. So, und das hätte sehr gut sein können. Und auch gegen Dynamo muss man sagen, Pavlenka, wenn er irgendwas richtig gut kann, dann auf der Linie. Und ich habe auch noch nie gesehen, dass Pavlenka so weit in der Ecke steht, dass das lange Eck so frei ist. So, natürlich musst du das kurze Eck zumachen, aber das kannst du auch, indem du ein Stück weiter vorstehst und schaust, dass du beide Ecken, soweit es geht, zumachst. Aber bei allen Gegentoren war das lange Eck einfach so weit auf, das war verrückt. Trotzdem ist das keine, also jetzt schreibt hier nicht, etc. und dies, das und ich bin Torwart und so, das ist mir alles egal, etc. Darum geht es mir auch gar nicht. Ich persönlich sage nur seit Wochen schon, Pavlenka gehört für mich in Kasten, hat uns nie enttäuscht gehabt, super Keeper, so bin immer noch froh, dass wir ihn haben. Würde fast schon weinen, wenn wir den verlieren am Ende der Saison. Ich erinnere an Nachwiese, wie haben wir alle gejammert? Mielitz, Wiedwald, Wolf und wie sie alle heißen. War alles Quatsch mit Soße. In dem Sinne will ich einfach nur, dass Pavlenka wieder das, weil er dieses Torproblem damals gelöst hat. So. Und für mich ist er qualitativ guter Keeper. Das dazu. Jetzt noch einen Schritt weiter. Jetzt kommen die Ersten, die schreiben, oh, Durch lässt sich von Lücke anstecken, weiß ich nicht. Verstehe ich überhaupt nicht. Das Mittelfeld hat nicht funktioniert. Das Mittelfeld, das Herzstück hat nicht funktioniert. Was soll denn ein Duxch da jetzt groß machen? Glaubt ihr, der nimmt sich den Ball und dribbelt einmal komplett durch und macht dann voll die Hütte oder was? Hä? Ebenso wie Lücke, wenn er dann reinkommt. Das war kein Spiel, wo wir uns als Stürmer hätten irgendwie auszeichnen können. So. Wir haben einfach Grundtugenden im Team verkackt. Das Team hat zusammen verloren. Wir haben zusammen verloren. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir Vollgas nicht nur nach vorne machen, Vollgas Richtung Heidenheim, so am Freitag. Es ist nämlich nur eine kurze Woche bis zum nächsten Spiel praktisch. Und ja, damit bin ich raus. Das war euer Nico und Küsschen aufs Nüsschen. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis dahin, ciao, ciao. Wie im Leben, wie im Leben.